Zur besseren Durchblutung, wie man weiß, sind Wechselbäder gut. Mal kalt, mal heiß. Und das beim morgendlichen Duschen vorgenommen, lässt rasch den Kreislauf in die Höhe kommen. So aufgemöbelt tritt man vor den Spiegel. Wie schön hat uns der liebe Gott erschaffen. Und hart sind die Muskeln, hart wie Ziegel. Bis auf die wenigen, die schon erschlaffen. Ja, ja, man muss was tun, denkt Paulchen Panther und geht ins Bodybuilding-Institut und tröstet sich damit, dass ein Bekannter von ihm das schon seit ein paar Jahren tut. Ist man neu in einem solchen Haus, muss nicht gleich auf Anhieb alles klappen. Hängen irgendwo dann Hosenträger raus, kann man die schon als Ex-Panther schnappen. Geht die Puste aus im Nu-O. Neben all dem Turnen, Paulchen, nicht vergisst, dass bei jedem Akrobatik-Duo ein kräftiger Untermann von Nutzen ist. Rasch ein Sprung aufs Trampolin. Ach, dieses angenehme Ziehen in den Schenkeln und den Waden kann doch eigentlich nicht schaden. Schattenboxen. Tolle Sache, denkt Paulchen. Klar, ich mache alles, was den Körper stehlt. Zugeschlagen? Ach, verfehlt. Aber jetzt, er denkt, er hat ihn. Dabei war das gar kein Schatten. Nach diesem harten Fall geht er lieber an den Ball. Das ist ja Sabotage. Langsam kommt der Paul in Rage und es kommt auch eine Henne. Was denkt Paul, ob ich die kenne? Kommt hier einfach reingewackelt? Jedenfalls wird nicht gefackelt, draufgesetzt und Strickzeug raus. Na, was brütet die wohl aus? Paulchen hat sich überschätzt. Doch die Muskelkraft ersetzt oft ein aufgegangenes Licht. Na, ich tät das lieber nicht. Und schon haben wir es mal höher. Paulchen torkelt hin und her und die Hantel hüpft und springt dorthin, wo sie Unheil bringt. Thank you.
Diese mehrfache Verbeugung ist die Übung zur Erzeugung straffer Bauchmuskulatur. Paulchen, nein, was machst du nur? Aber diesmal ist er dran und nicht unser kleiner Mann, der nur im Nachhausegehen Paulchen hilft, zurechtzudrehen.